dem Stream von chaoszone.tv zum nächsten Vortrag. Fragen wie üblich im IRC, Mastodon oder Twitter zu finden unter dem Video auf der Streaming-Seite. Und damit kommen wir zum Thema dieses Vortrags. Das Thema lautet Retro-Computing. Der Vortrag wird auf Deutsch sein und ob es eine englische Übersetzung gibt, lassen wir uns überraschen. Und die Speaker sind Little Alex, Martin und Damarix. Viel Spaß damit. Das hängt ein bisschen davon ab, wer das macht, aus welchem Grund. Viele Leute, also gerade in meinem Alter zwischen 40 und 50, wollen die alten Spiele spielen, die sie in ihrer Jugend gespielt haben. Ich habe damals schon weniger gespielt, natürlich habe ich auch gespielt. Irgendwann fand ich es wesentlich spannender, die Kopierschutze von Spielen zu knacken und dann Intros dafür zu bauen, was man halt so getan hat. Und habe dann in dem Zusammenhang, also die Spiele waren eher dafür da, sich mit der Technik zu befassen. Und man ist dann im Bereich immer tiefer gekommen und so bin ich dann zum Hacken gekommen. Aber Retro-Computing mache, also ich habe glaube ich nie wirklich aufgehört mit den alten Rechnern zu spielen, weil ich auch immer welche hatte. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, das ist die Sammelleidenschaft. Es gibt einige Leute, die das tatsächlich als Hobby sehen, solche Dinge zu sammeln, zu restaurieren und eben als Kulturgut zu bewahren. Die Sammelleidenschaft hat mich auch ein bisschen erwischt. Nicht einfach nur darum, dass man die alle hat und alle spielen kann. Also ich finde da in dem Zusammenhang auch wieder die Technik sehr spannend. Würde da aber dann später nochmal drauf eingehen. Ich sammle hauptsächlich britische Computer der 80er. Und auch frühen 90er, aber ich habe auch noch ein paar andere, die man einfach haben muss, wie ich finde. Ja, es gibt natürlich noch andere Gründe. Also ich befasse mich inzwischen, also finde ich das zunehmend interessant, sich auch mit der Geschichte der Geräte zu befassen. Also was hat dazu geführt, dass sie so aussehen, wie sie sind? Welche Menschen standen dahinter? Was für Beweggründe hatten sie, wie war dann teilweise auch die Politik zu der Zeit. Das wird dann insbesondere interessant, wenn man sich mal mit Ost versus West befasst. Da gibt es sehr, sehr viele interessante Perspektiven und Sachen, die man da wirklich auch lernen kann. Und natürlich, was ich immer wieder spannend finde, ist, sich mit der Technik zu befassen, aus dem Hintergrund, dass es Computer waren, die sehr, sehr wenige Ressourcen hatten, wenig Rechenleistung, wenig RAM, wenig Massenspeicher und so weiter. Und dass viele Ideen oder viele Probleme, die damals aufgetreten sind, dieselben sind wie heute, aber man damals wesentlich intelligentere Lösungen gefunden hat für das, was heute einfach in größere RAM-Riegel reingesteckt wird oder noch mehr CPU-Kerne. Ja, und da würde ich dann gleich mal fragen, ihr seid ja jetzt nicht in dem Alter, die sagen, ich will die Spiele meiner Jugend spielen. Und ich fände es mal interessant, was ihr, also was ist der Reiz für euch, für Rechner, die älter sind als ihr selbst? Ja, also für mich war es eher ein Sprung ins kalte Wasser. So, man hat davon irgendwie irgendwann mal was gehört, so C64 Paradebeispiel. Gesehen, ja, irgendwie mal auf Aufnahmen in der Hand gehabt, weit davon entfernt. Ja, das Ganze anfassen, dann mal so gucken, was geht da, wie funktioniert das, weil ich meine,
gewohnt ist man halt so Windows, Clicky Bunti. Okay, dann gibt es die Leute, die sind so, gehen in die Hacker-Richtung, so die ganz fiesen, die haben dann so Linux und so mit Shell und so, okay, die machen dann so nur so Hacken auf Tastatur. Und dann hat man mal so ein C64 in der Hand und man startet den und es begrüßt einen eine Basic Shell. Ja, was ist das jetzt? Was mache ich damit? Na, hier ist mal ein Stück Anleitung, da steht was drin, wie das Ganze funktioniert. Das ist wie so eine Mischung aus Shell und IDE und ja, und dann ist schon so das erste Kopfkratz so, nee, irgendwie ist das nicht so ganz wie das andere Zeug. Und dann kommt man so langsam dahinter, dass das Ganze viel simpler aufgebaut ist. Die Paradigmen sind einfach teilweise ganz andere, also wie zum Beispiel solche Sachen, Speicherschutz gibt's nicht, Memory Mapped Videoausgang, also wenn ich Dinge an der Videoausgabe ändern will, dann mache ich das einfach darüber, dass ich Dinge in den Speicher schreibe an bestimmte Stellen. Und das Potenzial, sehr schnell coole Dinge zu machen, ist da auch ziemlich hoch und das fasziniert mich auch so ein bisschen. Ja. Martin, was ist so deins? Naja, genau, also ich kenne die Spiele logischerweise auch nicht aus meiner Jugend. Habe aber eben angefangen, mich mit Rechnern zu befassen, logischerweise mit Rechnern, die es halt jetzt aktuell gibt. Habe dann irgendwann angefangen zu programmieren, studiere inzwischen Informatik und finde das relativ spannend und stoße da häufig an so einen Punkt, wo ich eben merke, irgendwie diese Rechner, die sind extrem komplex und auf einer abstrahierten Ebene ist das auch alles sehr schön und sehr einfach zu verstehen. Aber sobald wie man dann anfängt, irgendwie ins Detail zu gehen, wächst die Komplexität einfach extrem schnell an. Und dann ist man da halt bei CPUs, wo dann irgendwie mehrere tausend Seiten Handbuch dazu sind. Und was mich an den alten Rechnern reizt, ist eben, dass einfach die Ressourcen in der Größenordnung noch nicht zur Verfügung standen. Das bedeutet eben, dass es für viele Probleme auch einfache Lösungen geben musste, weil eben, naja, wir bauen einfach noch eine zweite, dritte, vierte CPU in das System, war keine Option. Und was mich auch fasziniert, ist eben zum anderen, dass die Komponenten an sich auch relativ einfach sind und auch noch nachvollziehbar vom Verständnis her. Wo man eben heute eigentlich spätestens an der Stelle, wo man sagt, okay, man schickt halt die Instruktion an die CPU und dann die CPU, die macht halt irgendwas. Und an der Stelle ist dann meistens mit dem Verständnis Schluss. Und das fasziniert mich an dem System. Was ich dann noch spannend fand, so als wir dann angefangen haben, so wir machen mal hier was, machen mal da was und naja, da gibt es doch schon viele Leute, die haben da schon Dinge gemacht. Lass doch mal eine Demo laufen. Ja. Und man schaut sich so das Datenblatt von dem Ding an, Commodore 64, 64 Kilobyte RAM, ungefähr ein 64 Kilobyte Speicher, das heißt ROM und RAM richtig. Zusammen. Also Betriebssystem und Basic und bla und der komplette Interpreter und ja, mach doch mal eine Demo an. Und dann machst du dir diese Demo an. Da gibt es ganz einfache, wo ein bisschen, also ganz einfach, wo ein bisschen Text durch die Gegend fliegt. Pixelbasierte Systeme gab es auf dem nicht, die anderen konnten das dann teilweise schon. Das sind alles mit Sprites und die fliegen eigentlich in Gegenden rum, wo die eigentlich nicht hin dürfen. Wie machen die das? Also nicht hin dürfen heißt, technisch ist es nicht vorgesehen, dass genau. Dort an der Stelle gepixelt werden kann. Genau. Und neuerdings gibt es, also ich habe da mal eine total krasse Demo gesehen, ich glaube von 2019, diese Neon-Demo. Ja, ganz großartig. So Retro-Wave-Stil, wo man auch so animierte Hintergründe, durchgestylte Autos, die dann durch die Gegend fahren. Und ich denke mir so, ein Megahertz CPU und 64 Kilobyte Speicher und sowas kommt dabei raus mit Musik. Ja. Und das ist dann schon so das Faszinierende, wie man mit diesen paar Ressourcen sowas hinbekommt. Also vielleicht sollte man noch mal kurz Demo. Das ist letztendlich eine Art, ja, also es ist Computerkunst, würde ich auf alle Fälle sagen. Es zeigt eine Kombination aus, ich muss mit den wenigen Ressourcen, die ich habe, das Maximale rausholen und das sollte auch noch ästhetisch sein. Also so richtig schätzen, was das für eine Leistung ist, können wahrscheinlich nur Leute, die wirklich programmieren können und dann eben auch Computergrafik oder überhaupt sich ein bisschen mit Grafik und Musik kennen.
Also das ist, würde ich sagen, inzwischen auch eine eigene, oder eigentlich schon seit 20, 25 Jahren eine eigene Kunstform und sehr kreativ. Es wird teilweise sich selber gegenseitig angespornt, was das angeht. Also es gibt einen gewissen Wettbewerb zwischen den Demo-Codern. Und viele der Sachen, die heute ganz selbstverständlich in Spielen benutzt werden, stammen eigentlich ursprünglich aus der Demo-Szene. Also die Demo hat eigentlich nichts anderes, als dass sie zeigt, was auf den Kisten möglich ist, was für eine Fähigkeit der Programmierer hat. Und kurz zum, also der Ursprung war, die Leute haben das am Anfang von gekrackten Spielen sozusagen als Intro, hallo, guckt mal, ich habe das Ganze hier gekrackt und stelle euch das zur Verfügung. Aus diesen Intros hat sich das entwickelt. Irgendwann war eher das Intro-Programmieren interessant und weniger das Spiel zu cracken und zu verteilen. Und es ist schon wirklich absolut faszinierend, was da aus wenigen Kilobyte Speicher, also wir reden von Kilobyte, nicht Megabyte oder gar Gigabyte, das ist schon also wirklich bemerkenswert. Was in dem Zusammenhang auch noch ein Punkt ist, der mir immer wieder auffällt, Spiele ist das eine, Anwendungsprogramme das andere. Sehr viele Anwendungsprogramme, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation gab es bereits auf Geräten wie dem C64. Und die Anforderung der Menschen an diese Geräte, beziehungsweise an diese Software, hat sich, ja, die neuen, also Office, was auch immer, kann heute deutlich mehr als das aus den 80er Jahren. Aber die Grundfunktionalität haben die in den 80er Jahren geboten, bei ähnlicher Geschwindigkeit deutlich weniger Bugs und vor allen Dingen deutlich weniger Hardware. Also das ist halt auch ein Ding, wo man so eine Art Realitätsabgleich kriegt, wie verschwenderisch wir auch mit Ressourcen umgehen. Sei es als Entwickler, sei es als Administratoren oder eben auch als User. Ja, ich würde, also ihr zeigt ja dann auch noch, was ihr so macht. Ich würde mal ganz kurz so zwei, drei Sachen, die mich daran faszinieren oder wo ich jetzt hängen geblieben bin. Wie gesagt, ich habe natürlich auch die Kisten, um mal damit zu spielen. Das ist aber eher die Ausnahme. Ich habe ja schon gesagt, dass ich britische Computer sammle. Warum britische Computer? Die meisten Leute haben, wenn sie an Computer denken, das Silicon Valley im Kopf. Es gibt aber aus meiner Sicht eine wesentlich interessantere Ecke in der Welt, wo Computer hergestellt wurden, und das ist Cambridge, und da kommen zum Beispiel die her und der da oben. Und die sind teilweise mit einem komplett anderen Fokus gebaut worden. Acorn zum Beispiel, die Firma, das waren anfangs 10, 20 Leute und die haben Großserien von Computern gebaut. Also das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Und warum Acorn, warum ich jetzt Acorn mitgebracht habe und kein Sinclair oder Amstrad, einfach mal einen kurzen Ausflug in die Geschichte. Was ich halt sehr faszinierend finde und auch bezeichnet für die heutige Vorträgen, da Situation, heißt es, die wir in Deutschland RC3 haben, also digitaler World Unterricht, also der auf nicht unserem Stream, der CBase-Stream laufen. Dieses Gerät, was hier steht, würde. Das vielleicht ist will sich dem ja jemand annehmen. Danke. Ein BBC-Microcomputer. Und warum heißt der BBC-Microcomputer? Das ist eine doch recht interessante Geschichte. Und zwar hat die Thatcher-Regierung in Großbritannien 1980 realisiert, wir müssen, also jetzt kommen Computer. Was? Und in Zukunft reicht es nicht nur, dass die Leute in lesen und schreiben können Dann und rechnen, Leute, sie müssen auch Computer bedienen Stelle und am besten programmieren können. Und sie haben damals die Losung ausgegeben, wir wollen, dass Computer Literate, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagen möchte, also das am computerverständlichste Land der Welt werden. Dazu wurde die BBC ins Boot geholt und die haben gesagt, oder denen wurde gesagt, ihr macht ein Lehrprogramm, wo Computer von A bis Z beschrieben, erklärt werden. Und dafür wird es einen standardisierten Homecomputer geben,
der sowohl für Leute zu Hause erhältlich ist, als auch, dass Menschen sich den kaufen können, als auch, dass der in Schulen zur Verfügung steht. Und es gab dann eine Ausschreibung zwischen verschiedenen, also die gemacht wurden, da war Sinclair zum Beispiel involviert, Oric, das ist eine Firma, die heutzutage kaum mehr jemand kennt, es gab noch ein paar andere, Dragon und so weiter. Gewonnen hat die Firma Econ. Econ wird wenigen Leuten was sagen, aber Econ ist eine der einflussreichsten IT-Firmen, die die Computerwelt gesehen hat. Und das Ergebnis, wie gesagt, dieses Wettbewerbs ist dieser Computer. Und sie haben sich Econ genannt, damit sie im Telefonbuch vor Apple stehen. Und das war eine Gruppe von, ich sag's mal, Vollnerds, die aus Cambridge halt von dem universitären Bereich kamen und dann halt das System entwickelt haben. Gibt da sehr schöne Geschichten, wie dann, dass die BBC sich für das Ding entschieden hat. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls war es so, dass in den 80er Jahren das größte Computernetzwerk der Welt, was existiert hat, war nicht das Internet, war nicht Novel Netware, was es alles gab, sondern das war das sogenannte Econet von Econ. Da waren mehrere 10.000 Rechner, also mehr als damals im Internet, miteinander verbunden und das eben von dieser kleinen Firma aus Cambridge gebaut, weil halt in England diese Geräte auf den Markt gekommen sind und eben von der Regierung so gefördert wurden. Es gab dann verschiedene Ansätze, zum Beispiel der hier ist als Konkurrenzprodukt für den Sinclair Spectrum auf den Markt gekommen. Das war dann der übliche Datenträger zu der Zeit, also ganz normales Kassettenlaufwerk, was man mit den Geräten verbunden hat. Das sollte eigentlich relativ weit bekannt sein. Was allerdings bei dieser Firma das Spannende ist, die haben immer in die Zukunft geschaut, aber schon auch mit einem gewissen kommerziellen Interesse, aber auch eben mit, wie kann man das besser machen, wie kann man das weiterentwickeln und nur zweitrangig eben mit, wie können wir damit möglichst reich werden. Und in diesen Geräten wurden dann auch verschiedene Sachen ausprobiert. Also zum Beispiel hat Econ ein System entwickelt, was sie Tube genannt haben. Damit konnte man in so einem Gerät mehrere CPUs, also in der Regel zwei CPUs, laufen lassen. Und die mussten auch nicht vom selben Typ sein. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ein späterer Prozessor, auf den ich dann gleich zurückkomme, aus dem Haus kommt. Jedenfalls waren die da immer sehr offen, auch was Erweiterungen angeht, was ja bei anderen auch, aber mit einer anderen Idee war. So, lange Rede, kurzer Sinn. Econ hat 84, 85 gemerkt, die CPUs, die auf dem Markt sind, das ist alles nichts. Wir müssen da was anderes machen. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, ja, Risk, das ist die Zukunft, das ist eigentlich das, was man haben will. Und dann haben sie die Econ Risk Machine gebaut. Und erst als System für Homecomputer, also das zum Beispiel, also Econ Risk Machine, später Advanced Risk Machine oder auch als ARM bekannt, haben die dann zum Beispiel ihre eigenen Geräte gebaut als Desktop-CPU. Das ist dann sozusagen größere Klasse von dem hier gewesen, also ein Amiga. Allerdings war der um Welten leistungsfähiger. RISC-Architektur, RISC-OS waren für damalige Zeit sehr modernes Betriebssystem. Und auf diese Firma ist dann eine andere Firma aufmerksam geworden, Apple. Und hat sich mit denen zusammengetan und das Ergebnis war dieses Gerät, der Apple Newton. Und sozusagen ist die also das ist der Großvater aller iPhones und iPads. Und erst Econ hat es möglich gemacht, dass solche Geräte überhaupt gebaut werden konnten. Und diese Zusammenhänge und auch die
Leute dahinter, sich mit sowas zu befassen, finde ich halt absolut faszinierend. Also das ist für mich so, also das habe ich auch erst so in den letzten 2-3 Jahren entdeckt, dass die Geschichten darum mitunter spannender sind als die Technik als solches. Ja, natürlich finde ich auch, was er schon gesagt hat, die Technik ist sehr einfach. Was heißt sehr einfach, ist auch nicht hinreichend komplex, aber trotzdem noch verstehbar, dass man sich damit befassen kann. Aber das ist jetzt so ein Beispiel, also was für mich spannend war. Ein anderer spannender Punkt ist der ganz links außen. Dieses System, leider ist der Mensch, der sich von unserer Gruppe am meisten damit befasst, heute nicht mit hergekommen. Das ist ein KC-85-4, einer der letzten Modelle, die in der DDR gebaut wurden. Und dort sieht man auch, dass die Voraussetzungen, Computer zu bauen, waren völlig andere als im Westen. Also die Rechner sind in etwa vergleichbar von der Rechenleistung, so Pi mal Daumen. Aber hier zum Beispiel ist an vielen Stellen merkt man diesen anderen Geist. Also hier, das ist ein Consumer-Produkt, der darauf ausgelegt war, möglichst oft verkauft zu werden. Spiele, simpel, leistungsfähig in Grafik, in Sound, gute Tastatur, also die Tastatur ist super. Also das ist wirklich... Das allerbeste an der Tastatur immer noch der Shift-Lock. Ja, Shift-Lock ist wirklich Shift-Lock. Also das Ding heißt nicht ohne Grund Shift-Lock. Also wenn man andere Tasten drückt, dann sind das nur Tasten. Aber die Shift-Lock, die bleibt auch unten und die klickt auch so schön. Also die lockt. Genau. Ein wunderbares Detail. Ja, und die ist auch so, es ist eine wirklich gute Tastatur. Ja. Was man halt an den DDR-Rechnern sieht oder überhaupt sehr vielen Ostblock-Rechnern, es gibt im Westen und damals war auch im Osten so eine, also ich habe nie wirklich viel mit dem Zeug gemacht. Ich hatte immer Zugang zu westlicher Technik und habe damit gearbeitet und habe da auch ein bisschen herabgeschaut. Aber es gab hier einige Dinge, die ich jetzt auch so erst in den letzten Jahren entdeckt habe. Und die mir so bewusst geworden sind. Also zum Beispiel war im Handbuch von dem Gerät war der Schaltplan drin. Es war von Anfang an vorgesehen, dass die Leute in dem Ding rumbauen. Es war auch von Anfang an vorgesehen, dass der erweitert wird und zwar auch mit eigenen Modulen oder eigener Technik. Es gab keinerlei Geheimnisse. Es gab auch sowas wie Urheberrecht in der Form nicht. Das heißt, die Leute haben ein Programm geschrieben und haben es der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Es war jetzt kein Open-Source-Gedanke, aber allein die Vorstellung, dass man Software nicht weitergibt, nicht frei weitergibt und nicht offen weitergibt, wie sie funktioniert, die war, also das war einfach da. Die Leute hatten keinerlei Ding, ja, jetzt mache ich viel Geld und werde reich mit irgendeiner Software oder das ist mein Stück Code, das darfst du nicht haben. Das war da einfach nicht da. Und das zieht sich durch von der Hardware über die Software, über auch Ideen, wie man dann weitermachen kann, also auch Konzepte und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und auch wenn man gesagt hat, ja, der Osten war mit Rechentechnik hinterher oder die haben eh nur vom Westen kopiert. Es gab Systeme, die vom Westen kopiert wurden. Also gerade die Kopien von Wechsen und sowas, das, also eher größere Rechner, das war bekannt. Aber das waren komplette Eigenentwicklungen auf Z80-Basis und die waren den westlichen Geräten 2-4 Jahre in etwa hinterher. Also das war jetzt nicht so, dass das völlig aus der Welt war. Das waren überall, also muss ich sagen, aus heutiger Sicht überraschend leistungsfähig und so aufwendig, wie die produziert waren, das findet man in dem Sinne im Westen nicht. Also ich kenne jede Menge vergilbte Geräte aus dem Westen, die Dinger sehen heute, also wenn sie pfleglich behandelt wurden, ist da nichts vergilbt, die sehen aus wie am ersten Tag. Das ist ein richtiges Blechgehäuse. Das ist alles sehr, sehr aufwendig verarbeitet. Das ist schon wirklich spannend. Ein anderes spannendes Detail, was ich hier zum Beispiel finde, dass viele Hardware-Lösungen, die hier gemacht sind, auch sehr, sehr clever sind, wie es ich so in der Form im Westen dann auch nicht gesehen habe.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist. Also ein Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel die Tastatur. Der Tastaturtreiber-Schaltkreis ist eigentlich ein Schaltkreis, der für Fernbedienungen für Fernseher benutzt wurde. Und total clever, um aufwendige Stecker zu sparen, um aufwendige Protokolle zu sparen, hat man den Ding, ich halte das mal hier näher ran, das ist ein ganz normaler 3,5 mm Monostecker, über den wird die Betriebsspannung der Tastatur und auch das Signal als solches übertragen. Also das Signal wird auf die Gleichspannung aufmoduliert und im Computer dann verlegt. Ja, eine sehr schöne Sache. Die Tastatur ist komfortabler, als man denkt, ist aber mit der natürlich nicht zu vergleichen. Also, aber immer noch besser als Spektrum. Ja, also, also das muss ich sagen, da werde ich mich irgendwann mal noch tiefer mit befassen. Wie gesagt, der von uns, der das sich am besten auskennt, hatte leider dann keine Zeit heute. Sonst hätte der da wesentlich tiefer Dinge erzählen können. So. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt nochmal zeigen wollt. Zeigen können tun wir. Oder können hier. Und naja. Was vielleicht ein Ding ist, bevor ihr zeigt, was ist, wollt ihr erst zeigen oder wollen wir erst mal drüber reden, was noch so an also Neuentwicklungen und so weiter gibt? Ja, also ich denke, wir können die Demo hinten ranstellen. Okay. Oder? Ja. Ja. Also wie schon gesagt wurde, vieles davon war halt sehr praktisch konzipiert und eben gerade als Consumer-Gerät. Also ich sag mal so, mir wurde der C64 überlassen, so ein bisschen das klassische Sportgerät. Martin ist dann eher in die Atari-Richtung gegangen. Ja, der ist halt nochmal eine Generation weiter, auch schön viel mehr mit Clicky Bunti. Aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen in den C64 verliebt. Der Soundchip, über den der, also das ist eigentlich eine Legende, was Äquivalentes gibt es gar nicht. Ja, der ist bahnbrechend. Also ich würde sogar sagen, der hat den Sound der 80er definiert, ja, irgendwie. Der wird auch noch heute in manchen Tonstudios tatsächlich eingesetzt, wenn eben ein charakteristischer Sound hergestellt werden soll. Also da laufen dann Leute wirklich über Flohmärkte, suchen sich einen alten C64, nur um diesen Soundchip auszulöten. Und gerade auch wenn man auf eBay schaut, man muss darauf achten, dass der noch drin ist, weil an vielen Stellen wurde der einfach rausgenommen. Aber die Erweiterungsmöglichkeiten davon sind auch schön. Wir haben ja schon gesagt, CPU und Speicher ging nicht wirklich viel. Aber was einerseits cool war, die ganze Peripherie. Wie speichern wir Dinge langfristig? Das Klassische war ein Kassettenaufnahmegerät, ganz normaler Kassettenrekorder. Weil Kassetten hatte jeder daheim. Und mit dem ganz einfachen Klebebandtrick, also über die Ecken an normalen Kassetten, konnte auch jede zu einer beschreibbaren umgewandelt werden. Etwas luxuriöser war dann doch schon Floppy-Laufwerk für 5¼ Zoll. Neuentwicklungen hingegen sind dann solche Dinge wie dieses. Ich weiß nicht, ob das so sichtbar ist. Das ist ein sogenannter SD-to-IEC-Adapter, also ganz einfach SD-Karte reinstecken und das Ganze wandelt das dann als serielles Laufwerk um. Also das emuliert quasi einen Floppy Drive. Das ist insofern angenehm, man muss den Floppy Drive nicht immer bequemen und der hält halt auch einfach länger und den will man auch nicht immer anwerfen, weil davon werden keine mehr hergestellt, wenn der tot ist, ist er tot. Die wirklich coolen Sachen sind dann so etwas wie, es gab auch schon Mäuse für das Ganze, auch wenn das Gerät weitestgehend nur mit Text hantiert. Es gibt tatsächlich ein grafisches Betriebssystem namens Geos, mal schauen, ob wir das dann noch zum Laufen bekommen. Spannender wird es dann, wenn man sich Dinge wie dieses anschaut. Das ist die sogenannte Final Cartridge. Der Name rührt einfach daher, sobald man die hat, braucht man eigentlich nichts anderes mehr an Utility. Der C64 hat einen normalen Expansion-Slot, heißt der. Da kommt die einfach rein und die wird vor dem Betriebssystem geladen. Und die hat diverse Extra-Funktionen, wie zum Beispiel einen Reset-Button.
ganz stumpf zum Neustarten des Geräts. Normalerweise macht man das über an aus. Aber auch diverse Tools wie einen Monitor für den laufenden Speicher, Sprite-Editoren. Aufgrund des fehlenden Speicherschutzes könnte man natürlich in jeden Speicher rein. Erklär doch mal, was ein Sprite ist, weil das ist ja heute auch nicht mehr gewünscht. Ach so, na gut. Heutzutage, wenn man an Computergrafiken und gerade Spiele und dergleichen denkt, denkt man natürlich an Polygonfiguren und Pixelgrafiken. Wenn man versuchen würde, die komplette Bildschirmausgabe in den Speicher des C64 zu mappen, das funktioniert nicht. Der hat einfach nicht genug Speicher für diese Auflösung. Also was hat man gemacht? Man hat ganz einfach, also es gibt zwei Möglichkeiten, Dinge darzustellen. Einerseits mit normalen Zeichen, also es gibt immer eine sogenannte Character Table, die abgespeichert ist und eingeladen ist. Die kann man auch austauschen, also auch zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Aber Sprites sind die spannendere Sache. Man hat quasi eine gewisse Region, das ich glaube 16x16 Pixel, quasi in den Speicher gemappt und man gibt einerseits eine Bitmaske an, ob ein Punkt gesetzt ist oder nicht, einen Farbwert, ob er vor oder hinter einem anderen Sprite liegen soll. Und man kann bis zu 8 Stück, glaube ich, definieren und daraus wird das komplette Bild aufgebaut. Ja gut, das ist hier gerade ein schlechtes Beispiel. Hier zu sehen ist aber eine schöne andere Erweiterung, die kann ich nur leider gerade nicht so einfach entfernen. Hier hinten dran, ich kann mal versuchen, das Ganze etwas anzukippen. Ja, doch, das sollte funktionieren. Hier dran sollte zu erkennen sein, wie viele vielleicht sehen werden, das ist einfach nur ein ESP8266, der da dran steckt. Und ja, das Ding macht, wofür es da ist, WLAN. Und ja, das Ding ist mit dem WLAN hier verbunden. Und was wir darüber realisiert haben, ist, hier ist ein BBS zu sehen, wie damals quasi eine emulierte Telefonleitung an ein Bulletin Board, Mailbox. Ja, man kann das Gerät auch noch heutzutage quasi über das Internet verbinden. Mir wurde schon häufig gesagt, ans Internet hängen ist der falsche Ausdruck dafür. Ja, also statt dem Telefonnetz wird heute das Internet genommen. Die serielle Verbindung, die früher das Modem bereitgestellt hat, wird heute über eine Telnet-Verbindung gemacht. Und da drin werden im Prinzip die alten Protokolle, VT100 und sowas gefahren, über den dann die Mailboxen, die es immer noch gibt, also ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, es gab mal Zehntausende, jetzt sind es vielleicht noch 1000, ich habe keine Ahnung. Also ich akut jetzt zwei angeschaut, gestern und vorgestern. Und die funktionieren, der ist jetzt, was war das für ein Rechner, wo das die Gegenseite? Das war ein C128 auf der Gegenseite. Von Commodore, also der Nachfolger von dem da. Der dann auch noch ein bisschen mehr Power hat, also eine zweite CPU und ein bisschen mehr Speicher, der konnte dann schon ein bisschen mehr. Ja gut, die zweite CPU war für CPM gedacht. Ja. Also für Commodore OS war da genau dieselbe CPU drin wie für den hier. Und den konnte man dann auch zurückschalten. Ja. Ja, aber nur mal so ein grober Überblick. Achso, hier ist noch ein... das sogenannte Jiffy DOS, also nur eines davon. Genau, also das ist einfach nur ein Modul, was man heute selber baut und dann das Ding mit einem neuen Betriebssystem. Genau, also das hat vier kleine Schalter einfach nur, in denen man zwischen dem ausgewählten Betriebssystem umschalten kann. Das steckt man auch einfach rein, wählt mit den Schaltern aus, welches man haben will. Und beim Hochfahren der Kiste wird dann halt das Basic, was ausgeliefert wird, einfach damit ersetzt. Ja. Also ähnlich wie die Final Cartridge, bringt halt eine Systemerweiterung über Hardware und die Hardware kann man tatsächlich selber bauen. Ja. Oder eben auch für wenig Geld als Bausatz kaufen. Ja, das war mal so ein grober Überblick für das konkrete Gerät. Martin, willst du übernehmen? Dann übernehme ich mal den Atari. Also Atari und Commodore waren ja in den 80ern und frühen 90ern ja ganz große Konkurrenten. Und der Amiga, was hier steht, war so ein bisschen später als der dort, aber das waren so die zwei großen Plattformen, in denen man sich in den 90ern gestritten hat, welche cooler war.
Genau. Und der Atari hat eben zum Beispiel auch schon ein Diskettenlaufwerk mit eingebaut gehabt. Das, ja, das sieht man vielleicht hier gerade so an der Ecke. Das ist halt hier drüben drin. Normales 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Festplatten waren zu der Zeit, also in solchen Geräten, selten bis unbekannt. Aber dafür gab es Festplatten, die waren dann ungefähr so lang, so breit und so hoch. Wie viel Speicher? Mit 4 Megabyte Speicher. Naja, ist doch was. Ja. Genau, und zumindest um dann dieses Problem der Kommunikation mit modernen Systemen so ein bisschen zu umgehen, gibt es dann eben Erweiterungen. Also hier steckt jetzt der GoTec dran und das emuliert praktisch ein Floppy-Laufwerk. Und das ist dasselbe für den Amiga. Genau, also vielleicht nochmal von vorne. Genau. Und im Endeffekt, was die Teile tun, ist einfach bloß einen Anschluss für USB-Stick oder gibt es auch welche für Disketten, für SD-Karten und Micro-SD-Karten. Und die kommunizieren praktisch einfach mit diesem in Anführungszeichen modernen Medium über meistens so FAT16 oder FAT32 Dateisystem und emulieren dann auf der anderen Seite eben ein Floppy-Laufwerk, was dann mit dem Gerät interagiert. Und die GoTec hängt jetzt gerade hier an dem externen Floppy-Anschluss, also da hat der Atari an der Rückseite praktisch einen Slot. Und dann gibt es halt hier so ein Anschlusskabel und das kann man eben da reinstecken und damit konnte man auch ursprünglich schon ein zusätzliches Floppy-Laufwerk extern anschließen. Kann man halt jetzt auch für die GoTec verwenden. Genau, was man hier halt auch sieht, ist, das ist direkt der originale Monitor dazu. Der hat auch einen etwas merkwürdigen Anschluss. Sieht dann so aus. Dürfte ein DIN 13 oder DIN 15 Stecker oder sowas sein. Und zumindest läuft da sowohl das Bildsignal als auch entsprechend dann das Audiosignal drüber. Das bedeutet, der Monitor hat eingebaut Lautsprecher, das können wir dann bei der Demo mal mit zeigen. Dann muss ich mal zurück. Und gibt eben dann entsprechend sowohl Bild als auch Audio aus. Und da gibt es auch Adapter für VGA für. Das bedeutet praktisch von diesem Atari-Stecker auf einmal VGA und einmal 1,5 mm Klinker. Vielleicht noch ein kurzer Einwurf dazu. Die Monitore, was in den 1980ern und frühen 90ern benutzt werden, haben nichts mit den späteren VGA-Monitoren zu tun. Also auch wenn das hier aussieht wie ein VGA-Monitor, das ist anders. Die sind eher ähnlich einem Fernseher, sowohl von den Frequenzbereichen als auch Auflösung her, als auch von dem, wie sie angeschlossen werden. Die VGA-Monitore sind in der Regel, also ich kann keinen VGA-Monitor direkt an so einen alten Rechner stecken. Bei dem Atari geht das, der ist dann schon eine Generation weiter als das, was jetzt zum Beispiel hier steht. Also der kann das ja noch. Hat genau, ja schon aber getestet. Der kann das auch nicht mit allen VGA-Monitoren, sondern die müssen eben dann die entsprechende Frequenz unterstützen. Ja. Also für Leute, die jetzt sagen, ich möchte Retro-Computing machen, also ich nehme ungern diese alten Monitore, weil da gibt es halt auch keine neuen mehr und diese Bildröhren altern halt auch, das ist wirklich nur für Demonstrationszwecke. Also ich persönlich benutze alte LCD-Fernseher, die ich bei eBay oder irgendwo sowas gefunden habe, Flohmärkte, und die kann man problemlos an diese Geräte stecken. Atari hat damals seine eigenen Monitore rausgebracht, die auch eigentlich ziemlich gut waren, so vom Bild her und so, muss ich sagen, dass. Also es gab, hatte ich ja schon gesagt, diesen Streit immer Commodore versus Atari. Also Commodore war eindeutig die Multimedia-Maschine. Aber es gab auf dem Atari sehr viel Anwendungssoftware, die also Desktop-Publishing und so, die den eigentlich zum professionelleren Gerät gemacht haben. Also ich hoffe, die Amiga-Leute schlagen mich jetzt nicht. Das war damals wirklich ein sehr heißes Thema. Und der Atari hat zum Beispiel auch MIDI-Ausgänge. Der war eigentlich bestimmt 10 Jahre lang das dominierende System in Tonstudios und sehr viel Musik der späten 80er bis, würde ich sagen, fast Anfang der 2000er sind mit diesen Ataris in Tonstudios aufgenommen worden.
das waren eigentlich sehr, also wirklich Maschinen, mit denen man professionell arbeiten konnte, was dem Amiga nie gelungen ist. Der Amiga ist immer eine Spielemaschine geblieben, die auch so ein bisschen Video und so konnte, aber es ist halt, es gab halt nie so wirklich die professionelle Software, dass das irgendwo eingesetzt worden wäre. Ja. Das mal grob dazu, was hier so rumsteht. Achso, weil du gesagt hast, wenn man sich einen Bildschirm anschaffen will, gegebenenfalls braucht man dafür ein passendes Adapterkabel. Ja. Entweder selber bauen oder kaufen. Aber was ich gerade an dem sehr schön finde, der hat auch einen Antennenausgang. Also ganz klassisch sollten, ich weiß nicht, ob die das alle haben oder... Also der hat es auf jeden Fall. Wo nicht man alle, aber es gab auch welche. Also Amiga zum Beispiel gab es dann einen externen RF-Modulator, den man extra kaufen musste. Also das kann man dann auch an den Antennenanschluss vom Fernseher stecken. Es ist nicht gerade das schönste Bild, aber es kommen Bild und Ton in Farbe drüber und ja, es reicht auf jeden Fall. Es gibt auch noch Geräte, die RGB oder Composite Video umsetzen in selbst HDMI. Also es gibt ganz billige für 20 Euro in etwa, das Bild ist entsprechend. Für ungefähr 100 Euro kriegt man dann sowas wie den Framemeister, was dann ein sehr viel besseres Bild bringt. Gibt auch jede Menge andere Geräte, mit denen man es macht. Aber ich muss sagen, in alten 4:3 Fernseher für 10 Euro von eBay oder vom Flohmarkt ist eigentlich das beste Ding, was man an diese Kisten hängen kann. Meine Erfahrung so. Und apropos HDMI. Es gibt ja durchaus auch die Idee, solche alten Kisten auch der Nostalgie wegen wiederzubeleben. Und oh, den hätte ich mitbringen können, ja. Es gibt da einen Nachbau von dem C64, der soll, ich glaube, C128 macht er auch, oder? Nee, der macht okay. VIC-20, der macht also die VC20 und C64, also das ist auch in dem Design gehalten, ein Nachbau des C64. Der soll beide Systeme emulieren und kommt auch schon mit vorinstallierten Spielen. Grundsätzlich schön, um zu sagen, wir wollen mal die alten Spiele wieder auferleben, was du gesagt hast, die Leute, die so, ja. Oh ja, meine Kindheit, ich will das mal wieder haben. Ja, wenn man sich damit aber ein bisschen befassen will und ein bisschen damit rumspielen will, kommt man schnell zu dem Schluss, es ist nicht dasselbe. Die Software läuft eigentlich so gut wie 1:1 dieselbe, also ich habe so gut wie nichts gefunden, was nicht auf beiden ging. Also ob ich jetzt da einen USB-Stick anstecke oder hier mit dem SD-Adapter. Aber man merkt, dass es einfach zwei unterschiedliche Welten sind. Es ist einfach sind so Details, die einfach nur, die sich anders verhalten. Es ist Blasphemie. Also, ja, in der Retro-Szene wird halt, werden Software-Emulatoren... man kann sich schon, also für die richtigen Puristen ist das Blasphemie, absolut. Viele Sachen merkt man halt auch, dass die Kompatibilität, also man hat halt sehr viel mit Programmiertricks zu tun, die sich wirklich nur auf der Hardware nachvollziehen lassen oder wo man selbst sagen muss, auf einem Röhrenmonitor sieht das besser aus als auf einem LCD-Monitor oder VGA-Monitor. Also wo dann einfach Effekte der Physik von diesen Röhrenmonitoren ausgenutzt wurden. Auch die Sache, wir bauen das Ganze FPGA nach, wird so ein bisschen, ja, was heißt kritisch gesehen? Also es ist halt so, es ist nicht das Original. Es gibt immer irgendwo kleine Abweichungen. Man merkt, es ist einfach irgendwie, es fühlt sich anders an. Auch wenn es 99,5% identisch ist und auch gut funktioniert. Ja. Was es in dem Zusammenhang auch gibt, also es gibt, wie wir jetzt schon gesehen haben, jede Menge neue Technik für die alten Computer, um damit wesentlich besser arbeiten zu können, beziehungsweise besser spielen zu können. Oder auch zum Beispiel eben alte Laufwerke, die man eigentlich nicht mehr benutzen will, weil sie eben mechanisch sind, gegen Neues zu ersetzen oder für Datentransfer und. Aber es gibt halt auch noch in Bereich des Retro-Computings und der ist, wir überlegen uns,
zum Beispiel wie, also der C64 war ja so, ja, ich will nicht sagen der letzte seiner Art, aber danach kam mehr oder weniger der Amiga, es gab noch den C128, aber der war nie der Erfolg, der der C64 hatte und hatte auch ein bisschen einen anderen Hintergrund von dem, wie er aufgebaut war. Und es gibt jetzt Menschen, die sich hinsetzen und sagen, wie hätte denn ein C65 aussehen müssen? Also die setzen sich dann hin und sagen, wir überlegen uns, der C64 war von 1982, wie hätte man einen Nachfolger von 1985 bauen müssen oder können? Was wäre da so der Ansatz gewesen? Denen ist klar, dass das kein Computer ist, der für modern verarbeiten und so ist, aber es ist einfach so ein Spielen auch damit, wie man Technik hätte weiterentwickeln können, was man hätte anders machen können, welche Fehler sind gemacht worden, wie hätte man die beheben können und so weiter. Ein bisschen im Übergang zu diesen Leuten, die sich also dann sozusagen neue alte Geräte ausdenken, ist das, was hier mit dem Amiga, also dieser Amiga ist ein Amiga 1200, also einer der letzten Amiga-Modelle. Und der ist jetzt mit einem etwas anderen Geist gebaut. Der ist aufgerüstet, soweit wie das zu dem Zeitpunkt, den es damals gab, technisch möglich war. Also es wurde die Technik, die damals zum Erweitern, das ist zum Beispiel eine Turbo-Karte, also hier konnte man eine andere CPU und eine FPU reinstecken, mehr Speicher und so weiter. Und ich habe dann hier auch noch die interne Festplatte, die der hatte, eine 2,5 Zoll IDE-Festplatte, durch eine CF-Karte ersetzt, die man dann von hinten rein und raus schieben kann. Die steckt aber einfach nur am IDE-Bus. Und ich habe dann, das ist jetzt hier, mir auch noch eine Maus gebaut, die optisch ist. So im Sinne von, ich rüste das Ding auf das Maximum auf, was damals üblich war. Das ist so ein bisschen der Übergang zu dem, was diese Leute, die dann sich neue Geräte bauen, in dem Geist der alten Geräte so. Also das ist ein Original. Ich sehe das eher als Sammler, dass der nicht verändert wird, sozusagen zum Erhalten. Aber es gibt dann Leute wie zum Beispiel diesen Spectrum Next. Das ist eine neu geschaffene, nennen wir es mal so, Plattform des alten klassischen ZX Spectrum, der in FPGA-Technologie im Prinzip einen Spectrum gebaut hatte, der, ich sag's mal, 1987 hätte rauskommen können und nicht 1982. Und da macht natürlich FPGA Sinn. Es gibt auch zum Beispiel Turbokarten, wie die originale Blizzard, die jetzt hier eingebaut ist, gibt es auch Leute, die nach wie vor neue Sachen Hardware entwickeln, um zum Beispiel diese Geräte schneller zu machen. Also da die Vampire ist da zum Beispiel sehr, sehr bekannt. Gibt es auch eben auch oder die Final Cartridge für den Ding. Mit also solchen Sachen wie dem Speedloader für Floppy. Genau, die Floppy lädt dann halt einfach 10-mal schneller, als was vorher war. Hm. Was wirklich den Alltag sehr viel schöner macht. Oh ja. Das gibt es auch für Atari. Also da gibt es ja auch jede Menge Sachen, was da so gebaut wird. Und es geht halt wirklich darum, sich selbst Grenzen zu setzen im Sinne von, ich habe nur 30 MHz Taktfrequenz, ich habe nur 4 MB RAM oder was auch immer, um dann zu sehen, was kann ich daraus machen. Es ist eher ein sportlicher Ansatz, als dass man sagt, dass es ein technischer Ansatz ist. Dass man jetzt wirklich sagt, ich will das Neueste, Beste, Schnellste, dann hole ich mir irgendeinen Athlon, ich weiß nicht, was gerade das Schnellste ist. Athlon ist schon lange tot, eher Ryzen. Ach, Ryzen heißen die jetzt, ja, genau. Ja, also im Corporate, wo ich da unterwegs bin, gibt es ja nur Xeon und irgendwas, i5, i7. Aber ich weiß auch, AMD ist derzeit wohl irgendwie schneller als so. Und ja, ich finde es langweilig. Aber gerade auch, weil du sagst, nicht nur so der technische Aspekt, gerade auch durch den sportlichen Aspekt wird auch wieder klar, wie ineffizient wir einfach heutzutage sind. Ja.
Wenn man bedenkt, mit einem Megahertz CPU konnte man irgendwie eine gute Textverarbeitung machen. Da könntest du auch deine Texte unterstreichen, kursiv, fett, Tabellen gingen, glaube ich, auch. Ja, ja, natürlich. Das ist alles kein Problem. Reinfügen und. Ja, und wenn wir uns heute anschauen, was wir für Powerhouses da einfach stehen haben und wie wenig wir das einfach nutzen und wie viel wir einfach durch Taschenspielertricks für Optimierungen verwenden. Also ja, gerade Branch Predictions oder so, würde ich mal behaupten, ist hier nicht gerade ein Thema. Wenn wir dann anschauen, der läuft mit 20, 25 Watt, wenn überhaupt. An Stromaufnahme und schafft trotzdem so viel, und das ist noch so Stromaufnahme, wie es halt damals war. Wenn wir das auf heutigen Stand der Technik hochbringen würden, wir wären weitaus effizienter. Absolut. Also so als Vergleich, das Diskettenlaufwerk dort hat genau dieselbe Rechenleistung wie der Hauptcomputer. Also ja, das ist schon also eigentlich bemerkenswert. Und wie gesagt, wenn ich den Atari dort sehe oder hier den Amiga, was so die Multitasking, Audio, Video, alles drin, und das, also der ist jetzt wie gesagt aufgerüstet bis zum geht nicht mehr. Im Original hatte der 14 MHz RAM und 14 MHz Takt CPU, eine 68020 und ich glaube 2 MB RAM. So, und damit konnte man im Prinzip sehr viele Spiele, wie sie es auch heute gibt, von der Komplexität teilweise noch schwerer spielen. Okay, die Grafik ist natürlich nicht so wie die Häuser, und VR war da auch noch nicht, das ist ja logisch, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Also wer zum Beispiel das Spiel Elite kennt, das ist ja so der Klassiker, das stammt von diesem Rechner. Das wurde auf dem als erstes gebaut und dann zu anderen portiert. Und das ist so der Großvater von... was gibt es da alles hier heute? Star Citizen und sowas. Ja, also moderne Beispiel eben Star Citizen Elite Dangerous, auch vom Namen her. Da gibt es ja noch eine Handvoll anderer. Ja. Was auch spannend ist, dass nach wie vor Software geschrieben wird. Letztes Jahr kam das letzte kommerzielle Spiel, von dem ich weiß, dieses Jahr 2020 kam für den ein kommerzielles Spiel raus. Für den Amiga kommen so pro Jahr, glaube ich, 3 bis 4 raus. Ja, also da ist nach wie vor aktiv was los. Es wird Hardware entwickelt, es wird Software entwickelt. Leute haben immer noch neue Ideen, wie man Programmierung verbessern kann. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich finde gerade auch durch dieses Fehlen der Abstraktion und dieses Umdenken, wie lösen wir Probleme auf begrenztem Inhalt, kommen wir auch, also ich finde, wir sollten uns darauf zurückbesinnen, ein bisschen wieder, was Coding-Paradigmen angeht, und nicht mehr so auf dieses Java-Mindset, so, ja, ach komm, steck halt noch 8 GB RAM rein, ist doch egal. Ja. Und lad noch 3 Libraries, dann genau, haben wir die Funktion und so. Alle 5 Minuten bildet sich ein neues JavaScript-Framework und da gibt es bestimmt ein NPM-Paket für. Ja. Ja. Lieber mal ein bisschen mehr nachdenken und effizienter machen. Genau. Also noch das Letzte, was in dem Bereich gibt, das ist so ein Ding, womit ich mich auch in den letzten Wochen ein bisschen aktiv befasse. Wir löten Computer selbst. Das ist jetzt ein kleiner Z80. Der bootet inzwischen in CPM. Ich hatte auch schon Basic hingekriegt, also was dann ungefähr Leistungsfähigkeit von dem angeht. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, ich möchte jetzt Computer so weit verstehen, dass ich anfange, sie selbst zusammenzulöten. Auf Elektronik-Level, leider konnte ich das Ding bis jetzt nicht vollständig. Mein Ziel ist, dass der komplett mit Kippschaltern programmierbar ist, wie es in den 1960ern und frühen 1970ern üblich war, weil Assembler ist schon viel zu viel Abstraktion. Ich will ganz runter in die Elektronik. Und das kann man eigentlich nur, wenn man sich erstmal mit den Dingern befasst und dann noch eine Stufe tiefer geht und dann eben den Kram selber baut. Ja. So. Noch Ideen auf der Liste? Nein, wir haben alles durch. Dann können wir ja quasi zur Demo übergehen. Genau, lass einfach mal was laufen. Martin, bist du schneller mit was zeigen? Na, fang mal an. Deiner ist an. Nee, fang an. Ach so, okay.
Mal gucken, ob das gleich so alles funktioniert. Also, dass der das ist vielleicht auch mal was. Mach mal ein Reset, wie schnell der bootet. Achso, ja. Also, die Sache ist, das ganze Gerät kann natürlich kein Multitasking, Multi-Bla. Und es ist auch tatsächlich Usus. Also, das Betriebssystem wird beim Start aus dem ROM in den Speicher geladen. Und gerade auch Demos und ähnliches, denen reichen halt diese 40K, die da noch übrig bleiben, nicht aus. Und warum müssen wir die auch freilassen? Weil wir haben da ein Programm. Und wenn ich die Kiste neu starte, lädt es einfach das Betriebssystem neu. Aber das heißt natürlich auch, dass man es überschreiben kann. Aber Bootzeit hochgefahren. Also das waren jetzt 2 Sekunden. Jo. 40K RAM davon noch frei. So, ich muss kurz quasi meine Festplatte zurücksetzen, damit wir auch im richtigen... So, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ja, sehr schön. Ich habe hier jetzt leider nicht den Speedloader dran, weil der sich ein bisschen mit dem Modem beißt. Deswegen wird das ein bisschen down. Ich lade mal einen... Also die SD-Karte könnte sehr viel schneller, aber dadurch, ja, dass sie den IEC-Bus simuliert, lädt die halt da doch so relativ langsam. Also das hier ist jetzt nur mal ein Dateibrowser. Das ist quasi ein gängiges Tool, um quasi durch die SD-Karte zu iterieren, weil die SD-Karte halt viele, viele, viele Disketten-Images drauf hat. Und ja, spannender ist es, also... Der kennt das so in dem Sinne gar nicht, dass man halt da viele Disketten dran stecken hat, weil der kennt nur eins. Und mit diesem FB können wir da trotzdem durchgehen. Ich mache jetzt einfach mal wahllos irgendeine Demo auf. Also davon gibt es 30.000 viele. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Oder auch nicht. Also... Alleine an dieser Demo, ohne die jetzt vorher zu kennen, das Gerät ist eigentlich so aufgebaut, wie man auch in dem Basic schon gesehen hat, da ist eigentlich so ein Randbereich drumherum. Und das Spannende ist zum Beispiel, wie man hier sieht, der schreibt über diesen Rand. Alleine dafür, für dieses kleine Detail, müssen schon wieder diverse Hacks angewendet werden, weil das so gar nicht vorgesehen ist. Genauso solche Laufschriften, gut, mit Schrift mag das mal noch gehen alles. Spannender sind dann solche Sachen wie eben Grafiken, mehrere, und gerade auch in verschiedene Richtungen laufend. Das ist gar nicht so einfach zu machen. Also bei Memory Map Grafik. Ja, richtig. Ja, ein Haufen spannende Sachen. Mal gucken. Wahrscheinlich habe ich die Demo noch gar nicht gestartet. Ansonsten suche ich gleich mal noch eine andere raus. Martin, möchtest du derweil etwas erklären? Ich kann kurz was erzählen, ja. Also das Gutek-Laufwerk habe ich ja im Endeffekt vor uns schon erklärt. Und dadurch, dass jetzt das Laufwerk dranhängt, hat der Atari ja 2 Laufwerke. Das bedeutet einmal das interne und einmal das Gutek-Laufwerk. Und dieses Gutek-Laufwerk kann man normalerweise über ein Programm, was da auch direkt Atari-kompatibel ist und drauf läuft, konfigurieren. Aktuell ist bloß das Problem, dass das eingebaute Laufwerk als Laufwerk 0 konfiguriert ist. Und dieses Gotek-Laufwerk aber zum Konfigurieren auch auf Laufwerk 0 konfiguriert sein muss. Das heißt, auf dem Gotek-Laufwerk gibt es einen Jumper, da kann ich Laufwerk 1 und Laufwerk 0 einstellen. Wenn ich das aber auf Laufwerk 0 stelle und eingebaut auch Laufwerk 0 ist, dann versucht er die praktisch beide gleichzeitig anzusteuern und das funktioniert nicht so wirklich. Aus dem Grund kann ich jetzt hier den Konfigurationsbildschirm leider nicht so wirklich zeigen. Ich habe es halt jetzt einfach auf Laufwerk 1 konfiguriert. Und was ich jetzt habe, ist im Endeffekt mehrere Disk-Images, und hier vorne drauf sieht man diese LCD-Anzeige irgendwie. Wenn ich da die Hand wegnehme, vielleicht so. Okay, schön. Genau, steht dann eben die Zahl, und da kann ich jetzt hier mit den Schaltern praktisch durchiterieren. Und das sind jeweils verschiedene Disk-Images, und über dieses Programm kann ich eben einfach sagen, okay, das Disk-Image unter dem Part auf dem USB-Stick bitte auf Slot 2 oder dieses Disk-Image bitte auf Slot 5 und so weiter. Und die Konfiguration kann ich dann speichern und die behält der. Und was ich dann eben machen kann, ist, ich kann aber auf das Laufwerk zugreifen. So. Genau, jetzt sieht man auch daran, wenn das hier leuchtet, dann greift er drauf zu. Und dann kann ich mal Tetris starten.
Und jetzt sieht man hier auf dem Display auch wirklich, dass er eben auf die Diskette zugreift und von der Diskette lädt. Von der emulierten Diskette. Und das ist im Endeffekt genau der Punkt, den Alex vor uns schon angesprochen hat. Der USB-Stick generell wäre viel schneller zum Laden. Aber der Atari weiß ja nicht, dass das ein USB-Stick ist. Der denkt, dass er mit einem Diskettenlaufwerk spricht und spricht auch entsprechend genau mit der Geschwindigkeit, mit der er normalerweise mit dem Diskettenlaufwerk sprechen würde. Aus dem Grund laden die Sachen so relativ lang. Genau, jetzt haben wir da auch Ton. Ich tippe mal hinten noch ein kurzes Programm in dem KC, damit auch was klingt. Ja. So, jetzt müssen wir es gleich haben und dann ist es spielbar. Hier auf dem Bildschirm eben jetzt bloß in Schwarz-Weiß. Und genau, dann kann man es halt hier hin und her fahren. Und da drauf geht das Spielen. In der Zwischenzeit habe ich mal noch eine Demo gesucht. Was man an Daser hier schön erkennt, also auch mit Musik. Den Ton raus. Ja, jetzt wird hier viel gedudelt. Wir müssten einen Ton zurückdrehen. Okay. Ja, in dieser Demo schön zu erkennen, hier unten, das ist klassischerweise einfach ein Sprite, diese eine Figur. Was jetzt aber allerdings viel spannender ist, sind solche Geschichten wie das hier. Das sind Grafiken zusammengesetzt aus diversen vielen Sprites, die eigentlich so gar nicht möglich wären in dieser Größe und in dem Umfang, weil das sind nur die maximalen Größen von irgendwelchen Sprites. Und das ist halt so das Abusement von irgendwelchen Coding-Hacks zum Darstellen von coolen Sachen auf dem Bildschirm. Ja. Und die bauen da auch Dinge, die nie vorgesehen waren. Richtig. Und es gibt Grafik auf dem C64, die heute programmiert wird, die über das geht, was Mitte, Ende der 80er zum Beispiel auf dem Amiga gezeigt wurde als Demo. Ja. Auf den Videoplattformen der Wahl gibt es jede Menge Demos zu sehen. Also von bunten, coolen Dingen mit Musik und allem drum und dran gibt es da alles zu finden und ja, werden auch heute noch gemacht und man muss sich immer vor Augen halten, das Ganze muss in 64K passen. Ja. Also gerade diese, ich glaube diese Neon-Demo, die geht 10 Minuten oder so, also 10 Minuten Content mit diversen blinkenden Bildern und Effekten und Autos, die durchrauschen, coole Hintergründe, inklusive Musik und Credit-Abspann, alles dabei. Ja. Jo. Gut, wir könnten noch stundenlang reden und wahrscheinlich über jeden einzelnen Rechner hier 2 Stunden die Details erklären. Es ging um einen kleinen Einstieg, um die Ideen, was man da machen kann. Ich kann es, wie gesagt, es gibt verschiedene Motivationen. Ich hoffe, wir haben einen guten Überblick gegeben. Gut. Vielen Dank für den wunderschönen Vortrag und die Vorstellung von diesen ganzen alten Computern. Jetzt haben wir hier noch etwa eine wenig Zeit für Fragen. Deswegen steigen wir gleich ein. T-Fox fragt, wo soll ich denn anfangen? Wenn ich einen Retro-Computer kaufe, was ist denn ein annehmbarer Preis? Welches System ist günstig, um einzustecken? Also ich übernehme das jetzt mal einfach. Fang mit einem Emulator an. Also es gibt für alle möglichen Betriebssysteme Emulatoren. Schau dir an, wie die Kisten funktionieren, also wie sie aussehen, wie sie sich sozusagen anfühlen in simuliert und dann suche dir das Gerät, was dir am besten gefallen hat. Beziehungsweise, also das ist ein Ansatz, welche Spiele dir da gefallen.
Der andere Weg wäre, dass du ein bisschen Wikipedia liest, was gab es für Geräte, was waren da für Sachen interessant, interessieren mich eher alte Unix-Geräte, CPM, interessieren mich die Micros, also C64 und so weiter. Da gibt es dann halt verschiedene Sachen. Und ich habe vorhin schon in dem IAC gelesen, eBay ist in der Regel hoffnungslos überteuert. Ähnlich sind andere Webseiten, die sich so mit An- und Verkauf von Retro-Computern befassen. Also meine Quelle, wo ich sehr, sehr viel her habe in meiner Sammlung, sind Flohmärkte in Unistädten. Also ich fahre dann auch mal ein paar hundert Kilometer, wenn da irgendwo ein Flohmarkt ist, findet man oft interessante Sachen. Es gibt auch, also es gibt Leute, die sich sehr für Klone von westlichen Rechnern zum Beispiel interessieren. Da macht es dann Sinn, mal die Tschechische Republik oder so zu fahren und dort auf Flohmärkten zu schauen. Günstig, was Preise angeht, also ein C64 ohne Zubehör sollte nicht mehr als 100 € kosten. Mit ein bisschen Glück kriegt man sie schon für 80 oder halt geschenkt. Das Zeug liegt tatsächlich noch in vielen Dachboden und so weiter rum. Eine ganz wichtige Sache, was Retro-Computing angeht, das haben wir hier gar nicht weiter angesprochen, aber das sollte man wissen, das ist alte Technik und dort gehen Dinge kaputt. Elkos, also Elektronikkondensatoren, tendieren dazu auszulaufen, auszutrocknen, Batterien trocknen aus. Also bevor man sowas anschaltet, schraubt man die in der Regel auf und schaut nach, ob da drin irgendwas passiert ist, was beim Einschalten das Gerät zerstören könnte. Und wichtiger als so ein Gerät, wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, man hat sich sowas gekauft, es juckt in den Fingern, das irgendwo ranzustecken, einzuschalten, ist wirklich zu schauen, dass kein Schaden entstanden ist, einfach durchs Liegen. Und es gibt garantiert irgendwo irgendjemand, der sich mit dem Thema befasst, der euch da auch helfen kann im nächstgelegenen Hackerspace. Ansonsten könnt ihr auch bei uns natürlich anfragen, wenn da was ist. Es gibt eine Szene, wo Geräte getauscht werden, wo Sachen, also wo man Geräte auch günstiger herkommen bekommt. Also ich zum Beispiel habe hier auch Geräte doppelt und dreifach, die ich dann zum Beispiel auch gerne gegen andere Geräte tausche oder was weiß ich, was es alles gibt. Man merkt dann nach einiger Zeit, dass nicht nur die Geräte als solches spannend sind, sondern die Literatur, die es damals gab und. Also das, da muss man immer schauen, wo wie soll ich sagen, was einen interessiert, wo man es herkommt. Mitunter bekommt man auch kaputte Geräte, wo dann für 20 €, die man für wenig Geld selber reparieren kann. Ich habe heute im Laufe des Nachmittags in Eckhorn kompakt gebaut. Da war einfach bloß ein Kondensator geplatzt und das war nicht mal 1 €, das zu reparieren. So, dann ja, vielen Dank für die Antwort. Die eine weitere Frage hast du quasi schon beantwortet. Da wurde nämlich gefragt, ob du es als Sakrileg betrachten würdest, eine Emulation zu benutzen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann gibt's also irgendwann will man das Original. Aber ich sag's mal so, wenn es darum geht zu spielen, gerade eben so Actionspiele, wo man viel auf der Tastatur rumhaut, das würde ich lieber nicht mit so einem alten machen. Da ist dann so eine Emulation schon sehr schön. Oder es gibt auch mittlerweile Nachbauten der klassischen Computer. Ich habe zum Beispiel ein Gerät gekauft von, also den Nachbau vom C64, den gab es hier in der tiefsten Provinz im Mediamarkt. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt leider Schluss machen. Ich habe aus dem IRC erfahren, dass es eine weitere Nachbesprechung in einem Big Blue Button gibt. Den Link euch vorzulesen lohnt sich sicherlich nicht. Schaut einfach da im IRC nach oder so. Oder vielleicht möchte ihn noch mal jemand twittern oder so, weil, genau, er ist kryptisch. Dann viel Spaß. Es gibt jetzt hier als nächstes einen Podcast und dann geht es weiter mit dem Asyl
mit dem Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange und Dustin Hoffmann. Dann weiterhin viel Spaß auf dem RC3. Tschüss.